Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Arzt einladen dürfen, der unfassbar vieles erlebt hat. Und das, was ich heute Ihnen präsentieren will, sind einmal ein paar Geschichten aus seinem Leben, die er erzählen kann und zum Teil sicherlich auch sehr traurig, aber auf der anderen Seite auch immer wieder eindrucksvoll, was man alles erreichen kann. Nach dem Intro zeige ich Ihnen, wer mit wem ich heute sprechen darf. Ja, und da sind wir wieder und jetzt zeige ich Ihnen den Arzt, der Dr. Med. Ulrich Seitz. Ganz herzlich willkommen, lieber Ulrich. Und in deiner Biografie habe ich gelesen, unter anderem schwer verbrannten Versorgung. Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin da so reingerutscht. Also es ist interessant. Ich wollte lange Zeit schon Medizin studieren. Ich hatte also selber Allergien. Mein Bruder hatte Allergien und es hat das Thema über meine Mutter interessiert, das Thema Gesundheit. Mhm. Und habe mich aber auch interessiert, so eine Faszination, Rettungsdienst und Blaulicht, so mit 14, 15, 16. Das habe ich auch gelesen. Du hast ja Rettungsdienst gemacht. Genau, ja. Als Notarzt in Amerika. Nein, nicht Notarzt, das war noch während dem Studium in Amerika, durfte ich in die Luftrettung schon reinschnuppern. Mhm. Und wurde dann, als ich wieder in Deutschland war, auch in Luftrettungsdienst schon eingearbeitet. Ich war also diese Welt der Schwerverletzten und so, das hat mich immer interessiert, ja. Völlig konträr eigentlich zu dem Thema Zuhause, Naturheilkunde, Allergien, ja, und so weiter. Also ja, mein Bruder und ich, wir waren betroffen. Also das ist ja klassische Schulmedizin, die Leben rettet. Ja, und zwar genau. Extrem. Ja, genau. Also zwei Welten eigentlich. Wir sind ja hier im Format Naturheilkunde, aber ja, auch eben Schulmedizin. Und ja, das war so ein starker Konflikt auch mit meiner Mutter natürlich. Meine Mutter wollte eben halt alles, gute Ernährung und so weiter, und mhm, wollte dann auch so ein bisschen, dass ich in die Naturheilkunde komme. Aber ich wollte dann so in jungen Jahren diese schwerstverletzten Versorgung machen. Es hat mich fasziniert. Ich habe damals, mein Vater hatte so eine Brockhaus oder diese so eine Wissensdatenbank da, wie sagt man, Bücher, also diese Lexika, genau. Und dort gab es ein Bild von einer Operation und es hat mich eigentlich total abgestoßen. Ja. Aber das hat mich auch fasziniert und so bin ich da ein bisschen reingekommen in das Thema. Und ich hatte tatsächlich, war es damals noch möglich, mit unter 18, also mit 17 Rettungsdienst zu fahren. Also ich hatte meinen ersten Rettungsdiensteinsatz im Ehrenamt tatsächlich mit 17 Jahren. Die erste Reanimation, den ersten Verkehrstoten mit 17, alles aus jetziger Sicht viel zu früh. Ich kann mich erinnern, wir waren mal bei einem schrecklichen Hausbrand an Heiligabend, wo eine türkische Familie betroffen war. Es war so Heiligabend, ja, wirklich so in der Früh. Und das Haus hat irgendwie durch irgendwelche Umstände angefangen zu brennen. Und es ist einer meiner dramatischsten Einsätze mit 17 Jahren. Es war so, dass dann der Vater bemerkt hat, dass der Sohn fehlt, der kleine Junge. Er ist zurück ins Haus und ist dann sozusagen an Rauchgasvergiftung gestorben mit dem Jungen auf der Treppe auf dem Weg nach unten. Nein, scheiße. Oh. Und es war so, dass dann der Rettungsdienstleiter mir als 17-Jähriger, ich war ja selber von dem Ereignis traumatisiert. Völlig traumatisiert, ja. Es war alles da, was Rang und Namen hatte aus der Rettungsdienstgegend, der Rettungshubschrauber und alte Hasen und so weiter. Eigentlich waren alle traumatisiert und ich hatte dann die Aufgabe, die 13-jährige Tochter des Verstorbenen zu betreuen. Also absolut. Wird kein Mensch jetzt mehr machen. Ja. Also das war so unter 18 quasi der Einstieg in diese Welt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann bei den Rettungsdiensteinsätzen, ich bin dann jeden Samstag Rettungsdienst gefahren, ich hatte jeden Samstag einen Toten. Ja. Und es ging, glaube ich, also alles noch unter 17, ja, unter 18. Und dann, das ging dann, glaube ich, 5 Samstage so. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt heute wieder einen Toten kriege, höre ich sofort auf. Und es kam keiner. Erst wieder dann beim übernächsten Mal. Also, und das war so ein bisschen die Geschichte, dass ich dann quasi in dieser Rettungsmedizin erstmal groß geworden bin, so kann man das sagen ungefähr. Aber sag mal, wie verarbeitet man das? Das ist ganz komisch. Auch verbrannte Menschen zu sehen. Das sind also ja Bilder. Also so die schwer verbrannte Medizin ist mit Sicherheit die Medizin, wo ich selbst am höchsten Respekt habe vor den Kollegen, die das über Jahre und Jahrzehnte machen. Also um auf die Frage zu kommen, ich denke, es braucht eine bestimmte Persönlichkeit, um damit klarzukommen, das ist richtig. Für manche Menschen wäre so etwas, was wir als leichten Fall sehen, wahrscheinlich schon höchst traumatisierend. Ich habe dann Jahre später, vielleicht 20, 25 Jahre später nach diesem Einsatz, habe ich mal einen Termin gemacht für mich bei einer Traumapsychologin, bei einer sehr, sehr spezialisierten Psychologin. Und sie hat mich angeschaut praktisch, ob da
Folgeschäden aufgetreten sind. Ja? Und es war ganz interessant. Und sie hat gesagt, sie hat sowas noch nie gehabt, dass jemand seine Emotionen bei solchen Fällen ein bisschen von sich abkoppeln kann. Mhm. Also ich glaube, jeder, der in diesem Bereich arbeitet und Erfahrung hat, der kann ein Stück weit seine Emotionen selbst zurückstellen in der Situation. Er macht dann seinen Job, ja, und dann kommen natürlich die Emotionen und die Bilder kommen wieder hoch und das kann teilweise über Monate gehen. Also das muss man schon sagen, wenn es am Anfang frisch ist. Manche Einsätze gehen nie weg. Zeit heilt da schon alle Wunden, muss man schon sagen, oder viele Wunden. Aber die Bilder bleiben schon ein Stück weit. Aber ich glaube, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, wie wenn jetzt jemand wie du mit Menschen gut umgeht und sie gut befragen kann, denke ich, ist es auch eine Persönlichkeitseigenschaft, eben Menschen in so einer Akutsituation helfen zu können, auch einfach reaktionsfähig zu bleiben. Das ist ja auch was, dass man dann gerade, wenn die Position höher wird, derjenige sein muss, der von allen den kühlsten Kopf bewahrt. Aber das kann man dann auch trainieren. Mhm. Weißt du, ich habe mal irgendwo vor 15 Jahren eine Dame gesehen, die hat einen Brustkrebs, aber nach außen herausgewachsen. Mhm, ja. Das Bild bringe ich gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich kann das total verstehen. Ja. Und ich glaube, was du gesehen hast, ist ja Peanuts, was ich da gesehen habe im Verhältnis zu dem. Dort ist es nur das Sehen. Manchmal ist es ja noch zusätzlich das Riechen. Mhm. Also ich meine, das ist für den einen oder anderen Zuschauer jetzt bestimmt auch hart, ja. Aber es riecht dann nach verbranntem Fleisch natürlich auch, ja. Oder auch in der OP-Situation ist es sehr abstrus. Wir operieren Menschen und es wird ja viel mit Elektromesser operiert. Mhm. Es brutzelt und es riecht dann tatsächlich so wie Grillen, ja. Und das ist ganz schwierig auch, ja. Was auch ganz schwierig ist, ist beispielsweise, wenn du einen schwer verbrannten Menschen hast und du riechst das alles und du nimmst dann die Moleküle von ihm auf, ja, durch die Luft. Also ich finde, das ist eines der schlimmsten Dinge überhaupt, ja. Trotz Mundschutz und so. Also das ist wirklich intensiv. Du, was ich auch mal sagen muss, und vielleicht auch ganz ein herzliches Dankeschön, was du da alles geleistet hast, wie viel Leben du gerettet hast, was du alles erlebt hast, eigentlich um Menschen wieder zu retten, das ist für mich einfach heldenhaft. Und solche Menschen wie du braucht man. Und einfach mal so Danke zu sagen, dass man sich auf solche Menschen verlassen kann, in der Not da zu sein, ist einfach eine große Achtung. Ja, herzlichen danke. Großen danke. Respekt davon. Wobei es natürlich immer auch eine Teamleistung ist. Klar, es braucht die einzelnen Räder. Ich beispielsweise habe großen Respekt vor den Hubschrauberpiloten. Gerade wenn man jetzt, ich schaue mal gerne die Reportagen an von der Air Zermatt oder von der Rega, die im absoluten Grenzbereich Gebirgsluftrettung fliegen, ja. Mhm. Für mich sind sowas Helden, mhm. ja. Weil das sind nochmal Menschen, die wirklich ans Limit gehen, ja. Und sie ihr Leben selbst riskieren, ja. Ja. Ihr Leben wirklich selbst riskieren, ja. Aber das auch wieder auf einem ganz hohen professionellen Niveau. So professionell wie möglich. Ich habe also professionelle Luftrettung in Amerika erleben dürfen. Dort, wie lange ist das her jetzt? Oh Gott, vor 25 Jahren oder so. Dort war es schon nochmal professioneller als in Deutschland, ja. Die Amerikaner, die fliegen ja viel, ja. Und dort hast du ganz andere Luftraumbewegungen, ja. Dort bist du Teil des Teams. Du musst erstmal dich sicher in diesem Hubschrauber zur Einsatzstelle bewegen. Mhm. Und das ist dort nochmal anders als in Deutschland, wo dann mal ab und zu ein Hubschrauber kommt. Und, dort ist auch wieder Teamleistung ist eigentlich das Stichwort, ja, weil ohne dass du ankommst, bringt es auch nichts, den besten Doktor an die Einsatzstelle hinzukriegen. Mhm. Es ist immer eine Teamleistung. Und jetzt bin ich in der Feuerwehr sehr engagiert als Feuerwehrarzt und als Fachberater für atomare, biologische und chemische Ereignisse in einem ganzen Landkreis. Und dort ist es auch, es ist immer das Team. Oder auch in der Narkoseabteilung, wenn es spitz auf Knopf geht, dann brauchst du einfach auch die gute Krankenschwester und die zweite oder den Pfleger, der dir gut zuarbeitet, mhm. Oder dem du auch Sachen übertragen kannst, wo du hundertprozentig weißt, der kann das und der macht das. Also es in den in diesem Feld immer das Team, nie der Einzelne. Ich freue mich zwar natürlich über das Dankeschön, aber wie gesagt, es sind immer viele Menschen beteiligt. Ja, hast du so sehr schön gesagt. Und das weiten wir natürlich jetzt auch gerne aus an alle diese beteiligten Menschen, die im Team arbeiten. Jetzt habe ich gerade noch Feuerwehr gehört. Also wieder etwas, du bringst dich ein zum Gemeinwohl. Und das finde ich wirklich mega cool, was du da machst. Ja, das macht Spaß. Es gibt übrigens auch eine Studie, die habe ich gelesen, die besagt, dass das Engagement im Ehrenamt macht
dich selbst glücklicher. Und die Studie habe ich gelesen und ich war dann lange Zeit nicht mehr engagiert in dem Ehrenamt und bin dann in die Naturheilkunde in Praxis und die Kinder werden größer und so. Und dann war meine Tochter ein kleines Baby und dann kam diese Aktion, eben, dass die Feuerwehr Leute braucht und dass es viel zu wenig sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ja, speziell natürlich ein Arzt, oder? Ja, da ist man natürlich gern gesehen, gerade auch wenn es um so Themen geht, wie dann die Begleitung der Rettungskräfte nach dem Einsatz beispielsweise. Ja, die Feuerwehr bräuchte eigentlich noch mehr ehrenamtliche Ärzte. Also der Feuerwehrarzt ist ja selber nicht der Notarzt. Ja, das ist der Rettungsdienst, der Feuerwehrarzt, der steht zurück. Ja? Er macht die Kommunikation mit dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Beispielsweise jetzt bei komplexen Rettungen, Verkehrsunfall, wenn wir dran denken, oder bei größeren Brandereignissen beispielsweise, da kommuniziert der Feuerwehrarzt dann mit dem leitenden Notarzt beispielsweise oder bei Evakuierungen oder so, irgendwie sowas. Das macht eigentlich eher der Feuerwehrarzt an der Einsatzstelle. Und an der an der Nicht-Einsatzstelle in dem Bereich ist der Feuerwehrarzt dafür zuständig und kümmert sich um das Wohl der Feuerwehrleute. Die müssen ja haben den Atemschutz beispielsweise, die müssen ja topfit sein und solche Sachen. Bewertungen, Beurteilungen, wenn jetzt jemand eine kleine körperliche Schwäche hat, kann man ihnen das zumuten, noch in den Einsatz zu gehen und so weiter. So, das ist, und ja, das macht mir Spaß. Ich bin also schon raus jetzt aus dieser Rettungsmedizin, obwohl ich manchmal dann immer noch einspringen muss an Unfallstellen, wenn es jetzt größere Unfallstellen sind, dann werde ich sozusagen auch in den Rettungsdienst eingebunden. Ja. Weil wenn die da Doktor lesen, dann sind die natürlich froh, wenn sie in der Chaosphase, wie wir das nennen, wenn halt die Einsatzkräfte noch nicht da sind und es ist schon jemand da, dann. Das ist beruhigend auch für den Patient vor Ort, oder? Ja, heißt das, eine Versorgung? Ist klar, wir versuchen natürlich immer, jeden Patienten auch in der Mangelsituation einen daneben hinzustellen. Ja? Mhm. Und die Leute teilst du dann halt so auf, wenn du weißt, der hat nur eine Sanitätsausbildung, der kann einen leichter Verletzten dann betreuen. Oder jemand ist schon weiter, der macht dann halt einen mittelschweren oder einen schweren. Und die Polytraumen, die ganz schweren, die kriegt man dann halt als Arzt. Manchmal auch zwei Stück auf einmal in der ersten Phase. Und die guten Notärzte, vor denen ich wirklich Respekt habe, und die alten Hasen, die können tatsächlich zwei, drei schwerst verletzte Patienten parallel versorgen, wenn sie entsprechendes Fachpersonal haben. So ist es mir auch mal gegangen, ein ganz dramatischer Einsatz. Da war ich im Studium noch. Es war auch wieder ein Heiligabend-Einsatz. Ich bin immer Heiligabend gern gefahren, weil das am meisten passiert. Und es war ein Einsatz in der Nähe von Ingolstadt. Wir haben gerade schöne Weihnachten gewünscht unserem Rettungshubschrauberarzt, der hat gerade den Hubschrauber abgemeldet, es war schon 17 Uhr, es war schon dichtestes Schneetreiben und dann kommt nochmal ein Einsatz rein und wir mussten in die nächste Stadt fahren. Ja, und du weißt, wenn du mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, dort war ich als Praktikant drauf, in die nächste Stadt fährst, 25 Minuten Anreise, dann brennt es dort. Ja. Und es war so, dass es einen Frontalzusammenstoß gab an diesem Abend. Das ist so ein steiler Berg. Und das Fahrzeug, das von oben kam, ist mit dem unten stehenden Fahrzeug kollidiert. Und es war einfach so, es gab keine Rettungskräfte. Also wir sind dort angekommen. Es war ein niedergelassener Arzt, also ein Hausarzt vor Ort, der den 25-jährigen schwerst Eingeklemmten versorgt. Und es war dann so, dass ich eine Mutter versorgen musste mit zwei schwerst verletzten Kindern. Also die Mutter war schwerst verletzt, sie hatte eine Teilamputation vom Unterschenkel und hat ein offenes Schädelhirntrauma. Und keiner hat da eigentlich einen Pfifferling drauf gegeben. Also wir dachten alle, sie stirbt noch an der Unfallstelle. Und ich kam frisch aus Amerika von meinem Praktika, hatte also mit Schwerverletzten, da war ich gut im Stoff, ich weiß das noch. Und ich bin mit einem ganz erfahrenen Rettungsassistenten dorthin und mit einem leitenden Notarzt. Es gab noch weitere Verletzte. Und der hat mich schon auf der Anfahrt gefragt, kann ich es Ihnen zumuten, dass ich Sie mit dem schwerstverletzten Patienten, der intubiert ist und beatmet, den ich dann eine Narkose gebe, alleine lasse? Ja? Und ich habe nur kurz und knapp gesagt, ja. Und das war ja eine Vertrauenssituation, die wir auf dieser 20-minütigen Anreise hatten. Die Funksprüche kamen rein. Es war dichteste Schneetreiben. Es war furchtbarer Unfall. Und ich habe dann einfach mein Programm durchgezogen. Ich habe die Patientin versorgt, so wie es dann aus Amerika. Ich war dort in einem der größten Schockraum-Versorgungszentren der Welt, ein ganz bekanntes, das Cowley Shock and Trauma Center. Dort ist die Luftrettung entstanden. Und dort habe ich bestimmte Prinzipien gelernt, die ich dann zum Einsatz bringen konnte dort. Habe dann also mithilfe des Notarztes, der kam immer nur 2-3 Minuten rein,
hat zwei, drei Sachen, hat gesagt zu mir, spritzen Sie das, ich bin wieder weg, wenn Sie mich brauchen, ich bin da. Ja. Und plötzlich geht die Tür auf, ich hatte die Patientin ganz gut versorgt und war schon sehr zufrieden. Und unser Rettungsassistent, der Fahrer, kam rein vom Notarzt-Einsatzfahrzeug und er sagt zu mir, Uli, für dich kommt der Rettungshubschrauber aus Regensburg. Dachte ich mir, oh Gott, da fliegt jetzt in der Nacht bei dichtestem Schneetreiben für diese Patientin ein Rettungshubschrauber los und die Leute, die riskieren ihr Leben. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich gedacht, die darf ich jetzt nicht enttäuschen. Ja? Und habe ich weitergemacht, habe das Protokoll geführt und der Notarzt kam wieder rein. Wir haben die Patientin dann in Narkose versetzt. Ich habe die Narkose weiter. Ich war wirklich auf mich allein gestellt. Also absolute Katastrophensituation. Aber aus der Situation damals raus konnte ich einfach mein Wissen anwenden. Mhm. Die haben die Patientin verflogen, die haben mich sehr gelobt und dann war das plötzlich vorbei. Wir hatten dann den anderen Schwerverletzten. Hast gar keinen Kontakt mehr zu solchen Leuten, gell? Ja, es war dann weg irgendwie. Ja. Ja. Es war dann alles so weg. Und dann habe ich erfahren, dass die Patientin auf unserer Intensivstation war, in meinem Heimatkrankenhaus. Und dann habe ich dort angerufen. Nein, es war so, Entschuldigung, am nächsten Tag hatte ich wieder Notarzt, bin auf die Intensivstation. Ja. Und dann war dort eine Kollegin, ich bin der Medizinstudent, der gestern die Patientin, ach, Sie sind ein Medizinstudent und so weiter, ja, kommen Sie nur mit. Und der Stationsarzt hat gesagt, also sie, es war wirklich so, das habe ich so auch nur selten gehört, der hat wirklich gesagt, wenn ich nicht gewesen wäre, das war auch mein schönster Fall, dann wäre die Frau verstorben. Ja. Zwei oder drei Kinder hatte sie. Und es war dann eine sogenannte Restitutio ad integrum. Das bedeutet, dass die Patientin komplett wieder geworden ist. Nein, ja. Und es war dann so, ich musste dann wieder zurück zum Studium, das Semester ging weiter und der Stationsarzt hat gesagt, passen Sie auf, wenn Sie sich schlecht fühlen, Sie dürfen immer anrufen und Sie dürfen mich immer fragen, wie es der Patientin geht. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und so und dann konnte ich den Fall weiterverfolgen, was wir normalerweise nie haben in der Rettungsmedizin. Du gibst den Patienten ab und du telefonierst vielleicht ein oder mal hinterher, ist er gestorben oder nicht, aber da war ich so nah dran an dem und das hat mich natürlich zusätzlich motiviert an dem Thema während des Studiums. Das ist außergewöhnlich, sage ich mal, dass man so einen Erfolg dann auch als Student hat. Ja. Großartig. Da kam alles zusammen. Ja. Ich möchte mal noch, du hast das schulmedizinische Werkzeug alles gemacht, aber heute hast du dich ja eigentlich viel, viel mehr weiterentwickelt in die Ganzheitsmedizin rein. Das heißt, du hast schon gesagt, die Naturheilkunde kam schon ein bisschen von zu Hause aus. Heute professionell ganzheitliche Medizin, also genau das, was wir hier versuchen, über den Kanal zu verbreiten. Warum und wieso hast du denn gemerkt, dass das einfach nicht ausreichend ist? Ja, es war so, ich habe also durch diese ganze Rettungsgeschichte viel erreicht. Ja. Ich habe also schon während des Studiums Sachen machen dürfen, die man normalerweise erst im ersten, zweiten, dritten Jahr als Assistenzarzt macht. Ich habe mich da sehr, sagen wir mal, sehr spitz weitergebildet. Mhm. Und bin da natürlich rein, habe angefangen in der Klinik in der Anästhesie zu arbeiten, in der Rettungsmedizin, war auch in einem Unfallkrankenhaus und wollte mich dann an die Universität weiterentwickeln. Und du hast so einen Spruch in Deutschland, wenn du dann an der Universität bist und dort Assistenzarzt warst, dann kannst du Oberarzt werden in einem kleineren Krankenhaus oder wenn du an der Universität Oberarzt warst, dann kannst du Chefarzt werden in einem kleineren Krankenhaus. Das ist so die Karriere. Und das wollte ich natürlich, habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt nochmal an die Universität. Und die Universitätsklinik, da hast du einfach nochmal außergewöhnlichere, exotischere Fälle. Und ich war dann einige Monate an der Universität in der Narkoseabteilung, auch in der Intensivmedizin und auch in der Notgeburtsschiene schon. Und ich habe mir einfach jeden Tag meine Oberärzte angesehen, ja, die so 50, 55 waren. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist das eigentlich für ein verschlissener Haufen? Ja, die schauen körperlich fertig aus. Ja. Total fertig. Und dann habe ich mir gedacht, so willst du eigentlich nicht enden, weil ich zu Hause schon die Naturheilkunde mitbekommen habe. Meine Mutter war sehr, sehr belesen. Mein Bruder und ich, wir hatten starke Allergien. Mein Bruder noch stärker. Du hast also Milch im Erdgeschoss erhitzt und nur durch die Moleküle, durch die Luft, hat mein Bruder durchs Einatmen allergische, starke allergische Reaktion fast schockähnlich bekommen. Mhm. So schwer war der Fall. Ja. Und ein naturheilkundlicher Arzt hat uns praktisch geholfen. Und das war immer mein Hobby, ja. Hatte dann auch parallel zur Rettungsmedizin Freunde in unserem erweiterten Bekannten- und Verwandtenkreis, die auf ganz hohem Niveau Naturheilkunde gemacht haben. Und ich habe gesehen, das hilft einfach. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich also junger Assistenzarzt in der Anästhesie und bin wieder zu meinem naturheilkundlichen Lehrer gefahren. Und er hat mir immer gesagt, er kriegt 80% der Fälle hin. Und 80% der Fälle hinkriegen, also heilen oder so gut
auf die Beine zu stellen, dass der Patient super zufrieden ist, ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Unglaublich hoch in der Medizin, 80%. Dann dachte ich mir, der lügt die ganze Zeit mich an und so weiter. Ja, so ein richtiger Showman, dachte ich mir. Und dann ging er mal eines Tages aus dem Zimmer raus und dann habe ich die Helferin gefragt, sage ich, sagen Sie mal, mit 80%, stimmt das eigentlich, was der Doktor da sagt? Dann sagt, das war so eine Berliner freche Göre, so, ja, sagt die, ja, also, wenn die Patienten das machen, was der Doktor sagt, dann haben wir die Zahl. Und dachte ich, wow, wo sitzt denn du da eigentlich? Und dann bin ich regelmäßig zu ihm gefahren nach Berlin. Er hat mir viel gezeigt und so habe ich dann den Wunsch praktisch in mir gespürt, auch damals mit meiner Frau, die war Zahnarzthelferin, wollte dann nochmal Physiotherapie machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir Naturheilkunde, aber auf sehr, sehr stabilen Beinen und auch mit dem Wissen aus der Schulmedizin und ja, aus der Erfahrungsheilkunde. Und dann bin ich tatsächlich gewechselt an eine der größten europäischen Kliniken für Naturheilkunde zum damaligen Zeitpunkt, nach Bad Elster. Und ja, dann hat es mich rausgerissen, rauskatapultiert aus dieser stressigen Notfallwelt in eine ganz andere Welt. Und heute, wenn du Patienten hast, dann überlegst du dir immer eigentlich, was ist eigentlich die Ursache, die genau, Gründe für die Entstehung des Problems. Ja. Wir machen heute eine ganze Staffel von Sendungen und wenn wir uns kurz da diese Liste anschauen, da möchte ich die Regie schnell bitten, das Bild so einzublenden. Also Schwermetall, Ausleitungen, Postprobiotika, hormonelle Geschichte, das sind ja sehr viele die Themen, die eigentlich in der Schulmedizin nicht so zu Hause sind, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch Intensivmedizin gemacht. Und in der Intensivmedizin lernst du halt alles zu messen. Das ist das Besondere. Wir messen alles. Wir stecken überall Schläuche rein und haben Parameter und es blinkt. Und es ist für so Technikfreaks die absolute Erfüllung, ja, alles zu messen. Und ihr habt ja in der Schweiz einen sehr berühmten Arzt, der Professor Dr. Thomas Rau. Und auch er ist so strukturiert, also ich bin auch Schüler von ihm, und auch ist er so strukturiert, dass er sehr, sehr viel misst. Und ich habe dann in der Klinik natürlich auch Fälle gehabt mit diesen Themen, mit Schwermetalle, mit Darm und so weiter. Und ich habe mir gedacht, einfach, was können wir da messen? Ja? Und wir haben eine traumhafte Entwicklung in der Naturheilkunde seit bestimmt 10, 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren, dass eben ganz, ganz tolle Laboruntersuchungen hochkommen, die leider Gottes nicht in der Kassenmedizin verwurzelt sind. Ja. Klar, aber man kann es jetzt nicht mehr belächeln, weil wir messen, richtig, supplementieren und messen wieder. Richtig. Und dann kann man wirklich unfassbar viel machen im Bereich der Mikronährstofftherapie zum Beispiel. Oder? Mikronährstoffe oder denk mal an den Darm, wie sich das alles entwickelt hat. Stuhlanalyse, mit den Mikrobiomuntersuchungen. Mhm. Was wurde mein Arzt damals in den 80er Jahren belächelt, als er bei uns Allergikern einen Darmaufbau gemacht hat? Im Vergleich damals primitive Mittel, im Vergleich zu jetzt. Ja. Mhm. Aber jetzt kommt das Wissen an die Universitäten rein, gerade auch wieder über den Bereich der Intensivmedizin, weil wir ja da natürlich massive Probleme haben, wenn wir jetzt mal Wochen oder Monate den Bauch stilllegen müssen, den Darm, Antibiotikatherapie, Cortison und so weiter. Und gerade die Intensivmediziner, die sind hier sehr, sehr interessiert an diesen Themen. Und das Mikrobiom wurde ja entschlüsselt und aber so weiter. Sind das die Ärzte, die sehr interessiert sind, weil sie das Problem erkannt haben? Aber meine Universität gibt es ja immer noch nichts, oder? Der ist halt so, der hat das Problem und schickt ihn nach Hause fertig, oder? Ja, aber ich meine, der am Patienten steht, der ist natürlich da interessiert und die Studien kommen und hat er denn noch die Zeit letztendlich? Ich höre immer, das ist ein Zeitproblem. Auf der Intensivstation hast du sehr wenig Zeit. Ja. Tja, aber meine, wenn er es ja weiß, trotzdem machst du es. Deshalb du's. Die 20 Stunden und deshalb ist man einfach am Schluss einfach fertig. Ja, also das sind Idealisten, die da arbeiten und ich habe wirklich den größten Respekt vor den Leuten, die das über Jahre und Jahrzehnte machen, ihr ganzes Berufsleben. Für mich ist einfach das Ziel letztendlich, die Intensivmedizin, wenn sie das für alles wissen und dass man den Patienten einfach auch weiterreicht. Weißt du, in einen Ganzheitsmediziner, der sagt, okay, ich mache jetzt weiter, oder? Ich übernehme die Probleme jetzt, oder? Weil er zu wenig Zeit hat. Hier, diese interaktive Zusammenarbeit, das ist mein Traum und mein Wunsch. Ja. Und eine große Freude, heute einen solchen Arzt wieder mal vorstellen zu dürfen. Denn ich werde immer wieder angeschrieben und sage, Herr Glock, ich wohne da und da, wo finde ich so einen Arzt? Und sage, weiß ich doch nicht, habe ich doch nicht jeden schon irgendwo mal interviewt. Aber heute, wie gesagt, danke, dass du da bist. Herr. Ja, gerne. Was machst du heute jetzt so? Hast du eine Praxis, die läuft? Ja, ich habe also seit über 15 Jahren jetzt eine Privatpraxis. Habe damals zur Naturheilkundeklinik schon eine kleine Privatpraxis aufgemacht. Und mache jetzt also in meiner Heimatstadt praktisch, habe ich eine Privatpraxis und
mache auch viele Online-Kurse. Das heißt, ich bin also stoß schon an von der Praxis. Also ich habe über 5000 Patienten in der Kartei, die mich schon lange Jahre auch begleiten. Teilweise auch Patienten, die ich in der Klinik schon betreut habe. War auch gestern wieder eine liebe Patientin bei mir, schon über 15 Jahre. Und mein großes Ziel ist jetzt, dieses Wissen rauszugeben, ja, dass man sich zu Hause bilden kann, dass Ärzte Ausbildungen kriegen. Über meine Migränetherapie habe ich ja schon oft Ärzte ausgebildet, Heilpraktiker. Aber das wird jetzt alles kommen. Die Möglichkeiten des Internets geben uns jetzt einfach hier die Chance. Mhm. Und ich sage immer, alle Macht geht von dem Patienten aus. Ofra Winfrey hat damals ein Hormonproblem gehabt, die berühmte amerikanische Fernsehmoderatorin. Und das hat so eine kleine Revolution im Land ausgelöst. Sie hat damals kein Gynäkologe oder kein Hormonspezialist konnte ihr Problem lösen. Ja, und sie hat dann, ist sie auf jemand gestoßen, der bioidentische Hormontherapie anbietet. Und es war interessant. Es gab noch keine oder gab nicht viele bioidentischen Hormontherapeuten. Aber die Frauen haben sofort das Problem erkannt und gesagt, ich will auch bioidentische Hormone nehmen, so wie es jetzt hier in Europa auch ist. Und ich denke, wenn sozusagen der Druck von unten kommt, ja, von den Patienten, die das wollen, dann müssen sich die Ärzte ändern. Und das ist so ein bisschen mein Geheimplan und meine Idee dahinter. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, du musst die Ärzte ausbilden. Aber nein, du musst die Patienten gut ausbilden. Und das Problem ist, dass das Internet natürlich auch viele Verwirrungen bietet. Ja. Dr. Google hat gesagt. Und wir haben viele Influencer, ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, aber das Problem ist dann ganz einfach häufig, wenn Menschen rausgehen, die mit irgendwas Erfolg hatten, wie beispielsweise Ernährungsumstellung bei Migräne, dann denken die Nicht-Therapeuten, dass das jedem hilft, verstehst du? Mhm. Und dann kommt das Buch und dann kommt der Instagram-Kanal und jeder muss jetzt die Ernährung in diesem Stil umstellen bei Migräne. Aber das ist, als Profi siehst du, sind vielleicht höchstens 8 oder 15% der Fälle. Und das ist so ein bisschen die Verwirrung da. Und das, denke ich, ist die Aufgabe dann von jemand, der in der Praxis tätig ist, hier zu führen letzten Endes und sagen, pass mal auf, es gibt auch A, B, C, D, E, F, G. Und so leicht ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Danke ganz herzlich für diesen ersten Beitrag und wir bleiben dran heute und produzieren noch ganz viele Sendungen. Herzlichen Dank. Dr. Med Ulrich Selz war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Sie sehen und spüren das ganz bestimmt, dass hier eine geballte Ladung an Kompetenz zusammengekommen ist und wir alle uns eigentlich geehrt fühlen dürfen, mit einem solchen Arzt Sendungen zu machen. Und ich freue mich besonders, Ihnen das auch präsentieren zu dürfen. Bleiben Sie dran, wir legen wieder los mit nächsten Sendungen und in 3 Wochen sehen Sie den Dr. Selz ein weiteres Mal. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.